Okay. So, was haben wir da jetzt gekriegt? Das Zepter. Das Zepter. Was machen wir denn jetzt mit dem Zepter? Haben wir hier bei ihm drin noch irgendwas? Sollen wir ihm nur ein Zepter geben? Nee. War ja auch nichts weiter. Das königliche Königszepter. Vielleicht, wenn ich dem Wuselkopf das. Okay, das war nur geraten. You are still here. How dare you get in my way? Du bist immer noch hier. Wie kannst du es wagen, mir in die Quere zu kommen? You must be happy that I didn't turn you into stone the first time I saw you. Sei froh, dass ich nicht zu Stein verwandelte, sobald ich dich das erste Mal sah. I was hoping you would have enough sense to leave the city immediately, but you chose your fate yourself. Ich hatte gehofft, dass du schlau genug seist, die Stadt sofort zu verlassen. Aber so hast du nun dein Schicksal besiegelt. Ich sollte sofort fliehen, bevor ich auch in den Staaten versandet werde. Nö, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Oh, mal ein bisschen gucken hier. Was hier so. Ah, das ist ein Text. Vor langer Zeit existierte ein Steinkönigreich. Es existiert immer noch, aber es ist vor allen aller Augen versteckt. Im Herzen des Berges wächst eine Steinblume. Sie schenkt allen Dingen im Steinkönigreich Leben. Die Königsfamilie beschützt diese Blume seit Anbeginn der Zeit. Okay, jetzt haben wir hier ein Atom bekommen. Ja, natürlich ein Atom, was denn auch sonst. Und wir haben einen Topaz bekommen. Okay. Sonst noch was? Nicht viele Leute wagen es, der Steinkönigin die Stirn zu bieten. Aber mit diesen Steinriesen solltest du dich nun wirklich nicht anlegen. Okay, dann nicht. Eiche. Liegt hier noch irgendwas rum? Nö. Ich habe etwas, das sie beruhigen sollte. Ja. Und aufgrund der Geschichte ist es das nicht. Das! Ah. Geht. Long ago, I met a young man in one of my caves. It was love at first sight. Vor langer Zeit traf ich in meinen Höhlen auf einen jungen Mann. Es war Liebe auf den ersten Blick. All these years, we kept our love and each other alive in our hearts. At last we met, but my beloved was seriously injured. Über all die Jahre bewahrten wir unsere Liebe zueinander in unseren Herzen. Endlich trafen wir uns wieder. Und doch wurde mein Liebster verwundet. Ah, Brandon. He is lying in the sarcophagus in the hall of the hospital now. I promise to turn the town back from stone if you save him. Otherwise, you will share their stony fate. Nun liegt in der Krankenhausrezeption. Wenn du ihn rettest, werde ich die Bürger zurückverwandeln. Wenn du es nicht tust, wirst du ihr steinernes Schicksal teilen. Take this. It is the formal letter which empowers you to do everything you need. Nimm dies. Es ist ein königlicher Brief, der dich dazu befugt, alles Mögliche zu veranlassen. Okay. Okay, bei ihm haben wir alle 6 geholt. Was mache ich denn damit? Huch, Dobby! Tschüss, Dobby. Was für ein frecher Fratz, du solltest nicht einfach etwas wegwerfen. Hä? Was habe ich denn jetzt weggeworfen? Lore, umgefallen. Ohne Hilfe werde ich nicht an die Schweißermaske herankommen. Ist jetzt wirklich dieser Dobby weggelaufen? Nee, hier ist er ja noch. War irgendwie wer anderes. Ah, was haben wir hier? Ne, das ist der zweite davon. Und Kohlen, oder? Ja, Kohle. Und eine Schweißermaske. Könnte später vielleicht noch hilfreich werden. Ich weiß aber, wüsste aber nicht für was. Hier kann ich etwas reparieren. Ja. Okay. Das hatten wir gestern schon. Unterscheiden sich glaube ich von Büchern. Ja, okay, aber also muss ich da jetzt Etzala irgendwie rein oder was? Vogelhäuschen. Das ist umgefallen. Können wir das aufschrauben? Haben wir noch den Schraubenschlüssel? Haben wir. Jetzt haben wir 4 Muttern. Und
den Kopf. War irgendwas, um ihn einzuwickeln mittlerweile? Kohlen. Nee. Ich dachte, wir packen ihn einfach in Kohlen rein und dann mal gucken, was passiert. Aber ich weiß jetzt noch nicht so ganz mit dem Wegwerfen, was damit gemeint war, ob dieser Troll eben gerade uns beklaut hat. Habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Ja, nee, scheiße, da fehlt uns noch ein zweiter Kopf jetzt. Ja, da fehlt uns noch was. Den gilt es jetzt wahrscheinlich zu finden. Haben wir etwas, um das zu reparieren? Ich denke nicht. Warte mal. Okay. Hier rein? Auch nicht. So, bevor ich jetzt aufgebe, wollte ich sagen, gehe ich nochmal in die Oberwelt. Okay. Guck mal, ob da jetzt auch sich irgendwas getan hat. Gehen wir hier nochmal rein. Hier ist aber nichts weiter. Hier hat sich auch nichts getan. Das war der Brief. Das ist diese Sackgasse. Ist klar. Krankenhausrezeption. Achso, das war das Bild. Das hatten wir ja schon. Das hatten wir auch schon. Brandon ist dem Tode nahe. Nur ein Wunder kann ihn retten. Nehmen wir mal die Tabletten. Oder nicht? Was ist mit ihm mittlerweile? Achso, ihn können wir ja seit einiger Zeit nicht mehr ansprechen. Da haben wir auch noch keine. Hier war ja ein Wimmelbild drin. Da unten ist auch nichts weiter. Am Krankenwagen vielleicht. Dem Zeug, was wir jetzt neu haben mit den Muttern und so, kann ich jetzt erstmal so weit nichts anfangen. Weiß auch noch immer nicht, was wir hier reparieren sollen. Ich meine, hier liegt ein Schlauch, hier liegt irgendwie was Trichterartiges und hier ein Feuerlöscher. So, um das zu reparieren, Prümpel oder ähnliches. Da ist auch noch die Frage, wofür jetzt der Schlüssel? Hallo Dosch. Ich habe richtig Bock auf Grim Tales, ja. Ich würde jetzt mal einen Tipp fragen. Verwende die Muttern dazu, um die Leiter und den Wasserturm zu... Ach, genau. Oh, ich war so dicht. Info. Baue die Leiter zusammen. Hä? Nur noch festen... Achso. Ich meine, ich habe den dritten Teil gestern in Rekordtempo durchgespielt, ne? Also 4 bis 5 Stunden, dann waren wir durch damit. Okay, wir haben jetzt eine Leiter. Eine Leiter. Was kann ich jetzt mit einer Leiter anstellen? Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwie eine Höhe zu überwinden, wo unser Püppchen gesagt hat, oh, hier ist eine Leiter. Was wäre jetzt aber mal, ne? Hier drin nicht. Hier auch nicht. Macht keinen Sinn. Macht auch keinen Sinn. Beim Finanzamt? Ja, lull. Das läuft ja bei dir. Auch nichts. Hier ist nichts. Keine Ahnung. Im Wasserturm befindet sich eine Luke. Verwende die Leiter, um durch die Luke in den Wasserturm zu... Lol. Really? Wann ist die denn aufgegangen? Ja, ist doch was. Was kann ich hier jetzt machen? Ich bin kein Experte im Durchbrechen von Mauern, aber ich kenne einen. Die Wand ist so stabil, wenn der Goblin richtig ausgerüstet ist, kann er helfen. Dann muss ich den ja so noch ausrüsten. Okay. Huch! Was ist denn hier los? Aha.
Noch eine Statue, die einmal ein Mensch war. Ich weiß, was hier zu tun ist. Und zwar brauchen wir jetzt hier eine Blume, damit wir ihn aus dieser Geschichte befreien können. Milch. Eine Figur fehlt. Ich muss sie wieder in das Karussell einsetzen, aber nicht jetzt. Ein Gewehr? In diesem Zustand lässt sich das Gewehr nicht abfeuern, denn es fehlen ein paar Teile. Wunderbar. Was habe ich hier? Ein Joystick. Mit dem falschen Licht könnte ich das Foto ruinieren. Was ist ein Foto? $10. Ein Teil des Automaten fehlt. Ja, hier ist der Joystick. Ich muss auch bezahlen, damit das funktioniert. Warte. Ich habe auch auf dem Rummel immer gewonnen. Ich habe da immer so Gameboys rausgeholt und so. Die 5 Stück. Die Spieldosen spielen normalerweise nur eine Melodie, aber ich brauche eine ganz bestimmte. Okay. I don't know for what. Gut, dann würde ich von hier erstmal, weil ich glaube, hier können wir jetzt erstmal nichts weiter ausrichten. Dann würde ich jetzt erstmal hier wieder hinspringen, weil mit dem Bärenkopf sollten wir dieses Rätsel lösen können. Und wieder einmal überlege ich, was könnte das für ein Rätsel sein? Ne, alter Info. Ziehe die Köpfe so, dass sie auf eine Höhe aufgereiht sind. Das Bewegen eines Kopfes kann einen anderen beeinflussen. Was ist denn das hier für ein Dreck? Ja, okay. Hat jetzt vorher ein bisschen gedauert, aber irgendwie, weiß ich nicht. Huch! Halbing! Meister Eder. Er will, dass ich fortgehe, aber das kann ich nicht. Ich muss ihm beweisen, dass ich Recht habe, hier zu sein. Look at this! Well, hello. I think I know why you came here. Hallo auch. Ich glaube, ich weiß, warum du hier bist. Dann weißt du mehr als ich. This waterfall conceals the passage to the old city where the flower of life is kept. Hinter diesem Wasserfall liegt der Gang zur alten Stadt versteckt, wo die Blume des Lebens wächst. The only way to go beyond the water is to repair the boiler. I could do it for you, but you have to find my hard hat first. Um das Wasser abzuschalten, müsste man den Boiler reparieren. Das könnte ich für dich erledigen. Aber ich brauche meine Schweißermaske. Someone stole it. I think it was that goblin. Bring it back and I'll help you. Jemand hat sie gestohlen. Ich glaube, es war dieser Goblin. Bringe sie zurück und ich helfe dir. Er hat doch von der Schweißermaske gesprochen. Setz sie auf. Ich möchte, dass du sie aufsetzt. Dann eben nicht. Ofen. Noch ein Edelstein. Okay. Die Zeit.
Wenn ich das richtig verstehe, treibt die Pumpe den Kessel an. Das bedeutet, dass ich ein Feuer entfachen muss. Ich sollte keine Streichhölzer verschwenden. Ich habe nicht unendlich viele davon. Doch, hast du. Das weißt du nur noch nicht. Hier schmeißt das Atom da rein. Doch nicht. Ja, das stellt sich bestimmt. Das wird bestimmt ein Rätsel, wenn man den angeschmissen hat. Vogel. Habe ich nicht. In diesem Vogel scheint etwas versteckt zu sein. Ich muss ihn öffnen. Okay, ich habe die Schweißermaske. Aber irgendwas an der Schweißermaske, weil die verbeult ist oder was? Vor allem, warum kann ich nicht dieses Wimmelbild machen? Dieses wunderschöne Wimmelbild. Stehe ich aber plötzlich da, wie doof. Zu einfach? Ja. So einfach. So, hier. Schweißermaske, haben wir versprochen. Okay. Ha! So, ein neues Wimmelbild. Los geht's. Bernsteinsichel, Erbsenschoten, dreimal Fahne, Karabinerhaken, gepresste Pflanze, Chilischote, Perle, halbrunde Kachel, Rohrflöte, Orange, Löffel. Und wie immer, bitte erst was in den Chat schreiben, wenn ich um Hilfe bitte und auch meine Hilfegesuche richtig verstehen. Dankeschön. Ich nehm die ganze Palette 4 und die 2 und die Stereoanlage für den Udo und den Staubsauger für die Caroline. Das kennt jetzt, glaube ich, nicht unbedingt jeder. Glücksrad. Damals. Früher. Okay, ich soll irgendwas mit diesem Farbpot hier machen. Mit den anderen auch? Nee, nur mit dem gelben. Gepresste Pflanze, Erbsenschote, Orange. Was soll ich damit machen? Oh no. Karabinerhaken. Fahne. Chilischote. Rohrflöte. Was ist eine Rohrflöte? Das war ein Löffel. Schote. Schmetterling. An dieser Pflanze fehlen ein paar Teile. Noch eine Erbsenschote. Was für Teile fehlen an der Pflanze? Orange gepresste Pflanze. Ach so, gepresste Pflanze. Ah, okay. Ne, da fehlt immer noch was. Da fehlen noch Teile dran. Orange und Rohrflöte. What the fuck ist eine Rohrflöte? Das hier oder nicht? Nee. Brauchen wir den hier nicht? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Okay, damit haben wir die gepresste Pflanze. Jetzt bleibt noch die Rohrflöte und die Orange. Und für irgendwas brauche ich den Kollegen hier. Irgendwie für die Orange. Ist die Orange nicht orange oder was? Muss die erst eingefärbt werden. Rohrflöte. Ah, hier war das Flöte. Hä? Okay. Okay, Chat, habt ihr eine Idee, was gemeint sein kann mit der Orange? Es muss irgendwas Kombinierbares sein und ich gehe davon aus, da wir das hier vorher nicht gebraucht haben, dass ich jetzt in dieser virtuellen Hand halte, dass das irgendwie damit zum Tragen kommen sollte. Die anderen Farb... Aha! Orange ist gemeint und nicht Orange. Oh, aua! Aua! Hobby, aua!